Die internationale ADAC Saarland Rallye gibt es leider nicht mehr. Der MSC Losheim, der mit dieser Rallye eng verknüpft war, lässt zumindest den Namen dieser bekannten Rallye-Veranstaltung in der nationalen ADAC MSC Losheim Saarland Rallye weiter bestehen. Aber auch die drei Wertungsprüfungen wurden einst bei dieser traditionsreichen Rallye gefahren. Aber trotz aller Erinnerungen und trotz des Namens MSC Losheim als Veranstalter hat, kamen nur 53 Teams um Punkte und Pokale für die saarländische ADAC Rallye-Meisterschaft, um die BMW AG Trophy und für die Saarpfalz Rallye-Meisterschaft zu ergattern. Obwohl Jürgen Meyer mit Co-Pilotin Tatjana Alt schon vorzeitig als Saarlandmeister und als Südwestpokalgewinner feststanden, stellten sie erneut ihre derzeitige Überlegenheit unter Beweis. Sie fuhren alle sechs Bestzeiten mit ihrem giftgrünen VW Golf und damit mal wieder, wie schon so oft im Jahr, zum Gesamtsieg. Mit diesem Sieg holten sie sich auch noch den Titel Saarpfalz Rallye-Meister 94. Mit einem Rückstand von 25 Sekunden wurde das Ehepaar Schulz auf dem zweiten Gesamtrang gewertet. Mit ihrem Ford Escort konnten sie lediglich in WP3 einmal zeitgleich mit den Siegern mithalten. Das BMW-Team Thomas Palier fuhr auf den dritten Rang in der Endwertung, was zugleich auch den Klassensieg in der Gruppe F über 2000 Kubikzentimeter bedeutete. Einen starken Auftritt hatte das Team Leiser Mergen auf ihrem VW Golf GTI. Sie gewannen die Klasse F9 und wurden Vierte im Gesamt.27 Sekunden dahinter auf Rang 5 Bernd Petri und Ursula Grün auf BMW M3. Mit der hohen Startnummer 40 kamen Hees Neidhöfer auf einem Opel Astra zu Siegerehren in der Gruppe N. Die Gruppe G gewann natürlich, wie könnte es anders sein, Hartmann Rastetter auf ihrem Mazda 323. Mit unserer Inboard-Kamera unterwegs war das Team Schumacher Frank auf VW Golf GTI mit der Startnummer 28. Trotz einiger Abflüge und eines Verbremsers brachten sie ihr Fahrzeug auf den 8. Gesamtrang. 100. Links 3 macht zu, über rechts 4 nach, über
Dietmar Krebs, ebenfalls als fahrender Kameramann für N&D Video unterwegs, war bei dieser Kuppe etwas zu schnell und warf den Renault Clio in einen Stacheldrahtzaun. Großes Pech auch ausgerechnet für die Teilnehmer mit der weitesten Anreise. Das Aus für das Team Knipp Voss aus Remscheid auf Ford Escort mit abgeschertem rechtem Vorderrad schon auf WP1. Nur Sportfotografen leben gefährlich, wie man hier deutlich sieht. Da die äußeren Bedingungen fast ideal waren, unterschätzten viele die Wirkung von nassem Laub auf Asphalt. Auch der Leiter der BMW Niederlassung Saarbrücken, die auch Hauptsponsor der saarländischen ADAC Rallye-Meisterschaft ist, Paul Nimczyk, musste diese Erfahrung machen. Als Vorwagen unterwegs legte er kurz vor dem Ziel in WP2 den M3 aufs Dach, legte einige für die Weiterfahrt unwichtige Teile ab und erreichte etwas lädiert das Ziel in Perl. Sein Beifahrer war übrigens geringerer als Boris Henry, seines Zeichens Vize-Weltmeister 92 im Speerwurf, der nach diesem Erlebnis sichtlich beeindruckt war. Den 9. Gesamtrang erreichten Malta Marx auf Peugeot 205 und Klaus Schmidt, besser bekannt als KS, und Peter Egler aus Bexbach und Homburg auf Honda CRX machten die Top 10 komplett. Weitere Klassensieger waren in der F8 Gilman Kaplan auf Toyota Starlet und Öms Leifken auf Ford Escort Cosworth in der G1.